Hallo ihr Lieben, heute wieder ein Video zu einer der häufigst gestellten Fragen an den Reitlehrer. Wie lenke ich denn eigentlich richtig? So, jetzt sieht das ja hier in der doppelten Schlangenlinie schon relativ gut aus, aber man kann kaum Hilfen erkennen. Also, was muss ich denn jetzt wissen, um ein Pferd richtig lenken zu können? Erstmal kann man hier auf dem Video sehen, dass es wahrscheinlich nicht der Zügel ist, wie die meisten zuerst denken, dass der vorgeblich für das Lenken verantwortlich ist. Jetzt muss man wissen, das Pferd balanciert sich hauptsächlich mit dem Hals aus. Der Hals ist sozusagen ein bisschen die Balancestange, die Waage des Pferdes. Ja, durch Raufnehmen, Runternehmen und verschiedene dreidimensionale Bewegungen innerhalb des Halses versucht das Pferd, sich immer unterm Reiter auf seinen vier Füßen auszubalancieren. Gehe ich jetzt hin und möchte zum Beispiel eine Rechtskurve reiten und überstelle dabei mein Pferd, wie ihr jetzt gleich in dem nächsten Bild sehen könnt, und die Hände nehme ich sehr weit auseinander, passiert Folgendes. Ich möchte nach rechts, stelle das Pferd nach rechts, das Pferd verkantet sich im Genick, weicht aber über die äußere Schulter aus. Warum tut es das jetzt? Erstens, ich saß nicht richtig im Gleichgewicht, weil ich die Hände sehr breit auseinandergenommen habe und ich habe sehr viel gestellt. So, jetzt wollte ich euch das eigentlich am Beispiel Fahrrad erklären. Jetzt ist das so ein bisschen schwierig aufgrund der Witterung. So, was passiert? Ich würde meinen Lenker zur Seite nehmen und vielleicht auch noch das äußere Hörnchen loslassen. Und jeder von euch weiß, dass euer Fahrrad dann umfallen würde. So ähnlich geht es eurem Pferd dann auch. Also, was ist wichtig? Mit dem Zügel nur minimale Lenkbewegungen und dabei müsst ihr auf die Parallelität eurer Gewichtshilfe achten. Deswegen ging mein Finger gerade nach unten. Wenn ihr also, wie hier jetzt, nach links fahren wollt, muss eure Hüfte und eure Schulter parallel zur Schulter des Pferdes sein. Also in diesem Fall parallel zum Lenker. Das gleiche gilt für geradeaus. Ja, und ihr macht nur minimale Lenkbewegungen. Und ihr würdet mit dem Fahrrad nie so ruckartige Bewegungen machen, weil euch klar ist, ihr fallt um. Jetzt überlegt mal, welche spontanen Zügelaktionen ihr zum Teil den Pferden zumutet und die trotzdem nicht umfallen und nur über die äußere Schulter weglaufen. Das ist der Grund. Und wenn ihr dann auch noch die Zügel auf der äußeren Seite zu lang habt, passiert Folgendes, wie ich das jetzt hier zeige, dass Ganze kippt zur Seite. So, jetzt zeige ich euch einmal Lenken von oben, ohne dass ich am Zügel was mache. Ich halte jetzt definitiv deswegen auch meine Hand so ein bisschen nach vorne und versuche das Pferd jetzt mit der Gewichtshilfe und der Schenkelhilfe zu dirigieren. Ja, ihr könnt sehen, die Zügel hängen durch und dennoch sind wir jetzt in der Lage, eine Rechtskurve zu gehen und jetzt gehen wir gleich eine Linkskurve, das heißt, ich muss links sitzen, weil das Pferd gelernt hat, wenn der Reiter auf der linken Seite sitzt, dann muss ich dahin treten, um besser auf den Füßen zu bleiben. Und wenn der Reiter dann den rechten Schenkel herannimmt, hat er damit die Hinterhand unter Kontrolle und drückt das Pferd dann auf die linke Seite runter. So, jetzt gucken wir uns das nochmal in dieser doppelten Schlangenlinie an. Die Reiterin sitzt genau im Schwerpunkt. Sie nimmt nur minimal den Zügel auf, um das Pferd in die entsprechende Richtung zu biegen. In der doppelten Schlangenlinie im Übrigen sehr schwierig, weil die Reiterin dann eben halt mit der Vorhand eine andere Linie beschreibt als mit der Hinterhand. Das heißt, dann ist es wichtig, dass die Hand und die Gewichtshilfe eindeutig sind. Das heißt, die Reiterin sitzt immer dahin, wo das Pferd sich hinbiegen soll. Ja, und genau so erfolgt die Lenkung. Erst die Verlagerung der Gewichtshilfe, dann kommt der Schenkel und dann kommt eigentlich nur noch ein richtungsweisender Zügel in die entsprechende Richtung. Ja, es ist total schwierig umzudenken, wenn ihr gerade mit dem Reiten beginnt, denn
Sonst reden wir in unserem Alltag eher mit den Händen, dass wir wirklich alles über die Hände erledigen. Beim Reiten ist es so, da sind die Hände eher störend, weil das Pferd auf die Hand des Reiters wirklich am allerempfindlichsten reagiert und sich da auch am schnellsten gegen wehrt. Ja, ihr müsst umdenken und lernen, mit dem Popo als auch mit den Füßen mit dem Pferd zu reden, also sprich Gewichtshilfe und Schenkelhilfe. Hier jetzt nochmal so ein eindrückliches Beispiel, der Außengalopp entlang einer gebogenen Linie. Jetzt nochmal das Ganze von der anderen Seite. Spätestens hier ist klar, dass die Zügellenkung komplett ad acta zu legen ist. Das Pferd guckt die ganze Zeit in die falsche Richtung von euch aus gesehen und bleibt dennoch korrekt auf der Linie. Und das geht wirklich nur noch mit der Gewichtshilfe zu lenken. Probiert das mal am langen Zügel aus, so wie hier, dass ihr mal eine Kurve reitet. Die Reiterin sitzt jetzt rechts runter, drückt mit dem linken Schenkel etwas dagegen und schon wird das Pferd bemüht sein, eine entsprechende Kurve zu gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auch noch die weiteren Videos, die ich unten verlinkt habe, dazu an. Da sind nochmal die Grundlagen des Reitersitz und der Reiterhilfen deutlich erklärt und es gibt Zusatzinfos. Ansonsten freue ich mich über ein Abo, einen Daumen und weitere Kommentare unten im Nachgang und tschüss.